Die Bäckerei Weimann wurde 1912 von meinem Urgroßvater gegründet, hier in Twistringen. Und ja, trotz des Wachstums und der Vielzahl der Mitarbeiter, die wir mittlerweile haben, fühlen wir uns halt immer noch als Familienbetrieb, wo jeder jeden kennt und wir auch eine große Anzahl an Mitarbeitern haben, die uns schon ja, Jahre oder Jahrzehnte, mehrere Jahrzehnte die Treue halten. Und darauf sind wir sehr stolz. Ja, man freut sich halt jeden Tag aufs Neue, dass man zusammen mit einem ganzen Team Sachen schaffen kann, aus natürlichen Rohstoffen was herstellt und halt am Ende des Tages, des Arbeitstages auch sehen kann, was man geschaffen hat. Das ist immer jeden Tag aufs Neue toll und das fängt an mit dem Geruch in der Backstube, bis hin, wenn man selber morgens beim Frühstück die Brötchen auf dem Teller hat, ist das halt jeden Tag aufs Neue, auch nach vielen Jahren noch immer so ein Highlight, was man sagt, Mensch, das Brot, das Brötchen, was da vorne im Tresen liegt, hat man selber gemacht und dann kann man es essen und wenn es dann auch super schmeckt, dann ist das die beste Belohnung. Ja, das zeigen wir uns halt auch aus, dass wir halt 100% der Backwaren, die bei uns verkauft werden, auch selber bei uns in der Backstube hergestellt werden von unseren Mitarbeitern. Also da wird nicht zugekauft oder TK-Produkte. Und wir beliefern halt alle unsere Filialen zweimal am Tag, 7 Tage die Woche und auch die meisten Feiertage frisch mit Backwaren aus der Backstube in Twistringen direkt in die Filiale.